Guten Tag, meine liebe Schülerinnen und Schüler. Wie geht's euch? Heute ist die zweite Lektion. Lektion 9.10. Die Personalpronomen im Dativ. Ihr habt schon die Personalpronomen gelernt, aber im Nominativ, nicht im Dativ. Zum Beispiel, wir haben die Personalpronomen im Nominativ, wie zum Beispiel ich. Du, er, es, sie, wir, sie plural und sie formell. Das sind die Personalpronomen im Nominativ. Ja? Die Personalpronomen im Dativ, wie zum Beispiel, wenn ich sage, wie geht es dir? Du sagst, mir geht es gut. Ja? Oder mir geht es schlecht. Ja, schlecht ist das Gegenteil von gut. Dir hier verändert zu mir im Antwort. Das heißt, Personalpronomen ich verändert zu mir im Dativ. Und du verändert zu dir. Ja, ich spreche mit dir und sag, wie geht es dir? Das Verb hier geht es. Ja? Personalpronomen kommt im Dativ kommt mit Verb geht es. Kommt auch mit Verb tun. Ja? Zum Beispiel, was tut dir weh? Ja? Mein Kopf tut mir weh. Ja? Was tut dir weh? Mein Kopf tut mir weh. Ja, klar? Wir sagen das, ich veränderte zu mir. Und du veränderst zu dir. Ja. Personalpronomen im Dativ kommt mit geht es und tut. Was noch? Was ist mit dir los? Mir geht es schlecht. Warum schlecht? Mein Kopf tut so weh. Mein Bein tut so weh. Ja? Das ist alles. Das heißt, dass ich veränderte zu mir und du veränderte zu dir. Ja. Und jetzt gibt es eine Übung im Arbeitsbuch, Seite 9c. Ja? Diese Übung macht ihr als Hausaufgabe. Das heißt, die Hausaufgabe Seite 9c im Arbeitsbuch. Das ist sehr leicht. Vielen Dank für heute und bis nächstes Mal, inshallah. Tschüss.